Was anderes, was dann oft angemerkt wird, eben bei solchen Fragen wie, wo habe ich denn überhaupt meinen Zettel? Ach da. Man darf ja nichts bei uns und so weiter und so fort. Darauf wäre auch nochmal eine Sache ganz wichtig hinzuweisen. Grundsätzlich habt ihr ja recht, dass alles geregelt ist und so weiter und es alles irgendwie irgendwo ein Gesetz gibt und so weiter und so fort, dass das irgendwie regelt. Zumindest den Eindruck könnte man haben. Aber stimmt erstens nicht, weil sämtliche Sachen, die uns eventuell erlauben, im Wald zu pennen, zum Beispiel, sind eben nicht irgendwo gesetzlich geregelt. Das sind ja alles Grauzonen. Demzufolge bin ich mit dieser Aussage immer ein bisschen vorsichtig, dass alles irgendwo geregelt ist. Und bezüglich dessen, man darf ja überhaupt nichts im Wald. Nehmen wir jetzt mal wieder ein Land, in dem ja angeblich alles erlaubt ist. Zum Beispiel Schottland. Da darf man ja auch überall frei zelten. Man darf theoretisch auch fast überall ein Feuer machen. Es gibt nur hin und wieder mal so ein paar lokale Ausnahmen. Jetzt ist es allerdings so, dass die da was haben, was wir nicht haben. Nämlich, die haben die Möglichkeit, dass jeder sein Privatgrundstück, egal ob Wald, Fluss, Feld, völlig Wurst, einen Zaun drum machen darf und in dem Moment darfst du es nicht betreten. Und das gibt es halt in Deutschland nicht. Das ist also eine Besonderheit bei uns, in unseren 32% Wald, dass dieser von jedem, jederzeit, bis auf den Schleswig-Holstein, und fast überall, bis auf da, wo es wirklich aus ökologischen Gründen, aus naturschutztechnischen Gründen oder aus Gründen, weil man sonst was kaputt macht, was Geld kostet, das macht ja verdammt nochmal Sinn, wenn es da dann eingeschränkt ist. Aber wenn solange das nicht ist, darf man wirklich überall unsere 32% Wald betreten, auch wenn sie irgendjemandem gehören. Selbst wenn sie jemandem gehören, darf dieser jemanden nicht der Allgemeinheit das Recht zu nutzen des Waldes absprechen. Und das ist genau das, was ich häufig in den Kommentaren lese, dass einem verboten wird, sich in der Natur irgendwie zu verlustieren. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es wird verboten, zu verbieten, in der Natur sich aufzuhalten. Es ist quasi ein Grundrecht in Deutschland, dass man die Natur, die freie Landschaft betreten darf. Und das bei unseren 32% Land, Waldfläche, trotz unserer enorm hohen Bevölkerungsdichte, ist eine Besonderheit, die gibt es sonst so wirklich kaum irgendwo. Wenn ihr ein Beispiel wisst, wo es das so gibt, hohe Bevölkerungsdichte plus völliges freies Betretungsrecht der freien Landschaft, selbst Privateigentum von irgendwem darf von allen anderen betreten werden. Wenn ihr irgendein anderes Beispiel habt, wo es das gibt, dann würde mich das sehr interessieren. So, habe ich da an mir auch mal Luft gemacht. Bei diesen Kommentaren in diese Richtung muss ich das jedes Mal denken und kann es nicht jedes Mal tippen. Okay, das war 32% der Waldfläche. Jetzt ist es ja so, ein anderer Grund für dieses Video, dass ja gerne behauptet wird, dass es dem Wald ja immer schlechter geht und die Förster ja nur noch Nadelholz pflanzen und überall werden ja nur noch Fichten hingestellt und es gibt nur noch blöde Äcker und kaum noch naturnahe Wälder und das wird immer weniger und immer mehr alte Buchenwälder werden abgeholzt und keiner baut mehr neue Nadelwälder an, neue Laubwälder an, irgendwie sowas in der Richtung. Das ist ja auch das, was der Wohlleben in seinem der Wald ein Nachruf behauptet. Und ich verstehe schon wirklich, warum der ein oder andere Rezensent auf Amazon da halber austickt, weil es halt eben ein Försterkollege ist und sich fragt, wie kann Wohlleben das behaupten, obwohl es die Bundeswaldinventur gibt? Wie kann er die völlig ignorieren? Das tut er nämlich in seinem Buch. Er tut so, als gäbe es die nicht. Stattdessen hat er als Quelle irgendwelche komischen Radiosendungen, Fernsehsendungen im Hessischen Rundfunk und was weiß ich was alles als komische Quellen für sein Buch angegeben, aber die Bundeswaldinventur scheint er nicht zu kennen. Jetzt kann man ihm unterstellen, das weiß er wirklich nicht, dann ist er aber, das ist unglaublich unvorstellbar, dass irgendein Förster nicht wissen kann, was die Bundeswaldinventur ist und die Ergebnisse der Bundeswaldinventur nicht interessant finden und nicht nachvollziehen und kennen kann. Das ist einfach nicht vorstellbar. Man kann ihm also eigentlich fast nur noch böswillig unterstellen, dass er aus irgendwelchen Gründen provozieren möchte mit seinem Buch und behauptet, alle Förster pflanzen nur noch Fichten.
lest mal dieses Buch oder notfalls fragt mich, dann kann ich euch genau sagen, auf welchen Seiten das jeweils steht. Ich hatte ganz viele bunte Zettelchen reingeklebt in besagtes Buch. Sonst, ich möchte nochmal betonen, sonst habe ich nichts gegen den Wohlleben, aber diese Aussage, damit kann ich absolut nicht leben, das ist so ein Schwachsinn. Jetzt gibt es Leute, die am Rumnölen sind, oh, wir haben ja immer weniger Natur und oh, der Wald wird ja immer als abgeholzt und so weiter. Die Leute gibt's. Stimmt nicht. Wald nimmt zu und zwar 0,4% in den letzten 10 Jahren. Das klingt jetzt nicht viel, 0,4%. Allerdings müsst ihr bedenken, wir reden hier von Wald. Wir reden hier nicht von Acker, den man von einem Jahr auf den anderen alles umflügen, Mais drauf pflanzen, fertig, Acker ist da. Wir sprechen wirklich von Wald und da sind 0,4 Flächenzunahme schon relativ viel. Auch wenn es sich nur um juristische Walddefinitionen handelt jetzt bei dieser Überlegung. Aber was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass die Waldfläche nicht abnimmt. Die nimmt kontinuierlich seit 20 Jahren oder was immer weiter zu. Liegt natürlich auch daran, dass immer mehr alte Äcker, alte Weideflächen, alte Streuobstwiesen und derlei Dinge langsam aber sicher verwalden, weil kein Mensch da mehr mäht, weil man es nicht braucht, weil wirtschaftlich macht es keinen Sinn mehr. All die Kleinbauern in Anführungszeichen können sich ja nicht mehr leisten, Kleinbauern zu sein. Deshalb verwalden ihre Flächen. Also hin Entwicklung hin zu natürlichen Vegetationsformen und die ist in Deutschland in ja fast allen Fällen Wald. Übrigens, die Bundesländer mit der höchsten Waldfläche sind nicht etwa Bayern, denkt immer jeder, ist aber nicht, ist Rheinland-Pfalz und Hessen. Bayern hat schon die größte Waldfläche, absolut, aber nicht relativ. Denn die Pfalz und Hessen haben jeweils 42%, Bayern ist glaube nur bei 39 oder irgendwas, aber absolut gesehen hat Bayern schon die größte Waldfläche in Hektar. Ja, und wenn man über Zahlen zum Wald sprechen will, ist es auch extrem wichtig, dass man mal die Waldbesitzverhältnisse anspricht, denn die haben auch auf die Waldzusammensetzung und wie ein Wald aussieht, darauf einen enorm großen Einfluss. Es ist nämlich so, dass wir in Deutschland 48% Privatwald haben, 19,4% Körperschaftswald und ca. 29% Staatswald. Was ist jetzt Körperschafts- und Staatswald? Privatwald dürfte jedem klar sein, das gehört irgendeiner Privatperson. Körperschaftswald ist im Prinzip fast immer Gemeindewald. Sowas wie Stadtwald von zum Beispiel Freiburg. Der ist ziemlich groß, ziemlich bekannt. Nehmen wir den als Beispiel. Oh, es regnet. Sehr schön. Ich habe ja meine Plane aufgehängt. Ha, jetzt brauche ich die doch noch. Naja, besonders viel regnet es jetzt nicht, aber wozu habe ich die Plane aufgehängt, wenn ich sie jetzt nicht nutze? Dann haben wir noch natürlich den Staatswald. Staatswald ist immer Landeseigentum, sprich Staatswald des Landes Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Wurscht, das ist sogenannter Staatswald. Insgesamt eben 29% der bundesdeutschen Waldfläche. Und dann gibt es eben noch 3,5% Bundeswald. Der gehört dann tatsächlich der Bundesrepublik. Und das ist in den allermeisten Fällen, wenn es jetzt nicht irgendein spezielles Naturschutzgebiet ist, Bundeswehr. Also militärische Nutzung, Truppenübungsplätze. Theoretisch wäre es auch noch möglich, dass man sich ein großes Waldstück und da dann irgendein CIA, Abhör, was auch immer, Schüssel oder was reinstellt, das geht auch noch. Oder es gehört der Polizei als Trainingsplatz, was weiß ich. Irgend sowas. So, jetzt ignorieren wir aber den Bundeswald, weil der ist relativ unwichtig. Da passiert nicht viel Interessantes. Interessanter sind da schon der Staatswald und der Körperschaftswald, denn die haben gemeinsam, dass sie da einen Förster haben, der das Förstern auch gelernt hat. Also wirklich einen studierten Forstwirtschafter oder Forstwissenschaftler in seltenen Ausnahmefällen. Meistens wird es ein Forstwirtschaftsmensch sein. Und der hat es eben gelernt. Der hat oben über sich noch irgendwen hocken, sofern es jetzt nicht irgendein kleiner Miniaturförster von irgendeiner kleinen Gemeinde in irgendeinem Land ist. Dann hat er über sich niemanden mehr. Dann ist der Chef, sein Chef nur noch die Gemeinde und da kann er dann mehr oder weniger machen, was er möchte in seinem Wald. Die Gemeinde ist ja kein Fachmann und kann ihm da vergleichsweise oder wird ihm da vergleichsweise wenig reinreden. Ist ein sehr schöner Job, wenn man den mal hätte. Diejenigen, die ihn haben, haben meine vorzügliche Hochachtung und Neid.
wie dem auch sei, das ist ein schönes Leben, aber derjenige, der da halt eingestellt wird, muss in der Regel die gleiche Qualifikation haben wie ein staatlicher Förster, also einer, der dann in der Landesforstverwaltung, unter der Landesforstverwaltung irgendwo als Revierförster tätig ist, im eben Staatswald. Privatwald hat jetzt gegenüber allen anderen Waldbesitzarten einen, sagen wir mal, entscheidenden Nachteil, wenn es jetzt um die Form des Waldes geht. Denn der Privatwald, der kann auch von einem Förster bewirtschaftet werden, muss aber nicht. Man kann als Privatwaldbesitzer seinen Wald eben selber bewirtschaften, hat da ein paar gesetzliche Auflagen zu beachten, zum Beispiel, dass man eben keinen Kahlschlag machen darf in Baden-Württemberg, keinen großen. Aber davon mal abgesehen, dürfte man da eigentlich mehr oder weniger selber tun und lassen, was man wollte. Und viele Leute wollen ihren Privatwald dann auch eher als persönlichen Rückzugsraum, wo sie hin und wieder mal einen Baum fällen, verwenden, als Wirtschaftsfaktor. Davon abgesehen, wissen sie auch gar nicht so sehr, wie viel Holz darf ich denn da jetzt entnehmen. Fällt mir da gleich der gesamte Bestand zusammen, wenn ich jetzt den Baum da wegsäge, und da herrscht einfach eine gewisse Unsicherheit. Es ist grundsätzlich so, wer wenig Übung mit Waldbau, also der kontrollierten Entnahme bestimmter Bäume, in diesem Fall hat, der entnimmt immer zu wenig. Also man könnte viel mehr Bäume fällen, ohne den laufenden Zuwachs irgendwie zu unterschreiten. Also sprich, man würde immer noch im Bereich der Nachhaltigkeit arbeiten. Die anderen beiden Waldbesitzarten haben halt eben gemeinsam, da schafft sehr wohl ein Fachmann. Fast immer ist da jemand angestellt, der halt eben Förster gelernt hat. Die Staatsforstverwaltung, also der Staatswald, das sind ja auch immer wirklich richtig große Organe, die in direkten Zusammenarbeit mit der Forstwissenschaft der entsprechenden Bundesländer, sofern es da welche gibt, stehen. Die setzen aktuelle Forschungsergebnisse um, stellen selber irgendwelche Forschungsarbeiten an. Die sind meistens ziemlich auf dem aktuellsten Stand dessen, was wir auch in der Wissenschaft so treiben. Es mag hin und wieder gewisse Differenzen geben, ja, nicht nur hin und wieder, aber so im Groben gibt es schon einen gewissen Konsens. Gut, und jetzt können wir mal endlich wirklich zur richtigen Waldfläche kommen. Also Baumarten, Anteile verschiedener Baumarten an der Gesamtwaldfläche. Und dazu gibt es eine schöne Tabelle. Und diese besagt, dass wir Stand 2012 wohlgemerkt 15,8% Buche haben. Buche ist damit der häufigste Laubbaum. Sollte natürlich bei etwa roundabout, je nachdem, wen man fragt, 75-90% irgendwo liegen. Ist also viel weniger Buche, als von der Natur eigentlich vorgesehen ist. Wobei, das ist natürlich auch ein bisschen umstritten, ob die Buche wirklich jetzt die dominante Vegetationsform in Deutschland wäre. Es gibt so ein paar Leute, die sind da anderer Meinung. Wer mich überzeugen möchte, darf das in den Kommentaren gerne mal versuchen. Als nächstes kommt dann die Eiche mit 10,6% an der Gesamtwaldfläche, also jeder zehnte Baum in Deutschland ist eine Eiche. Ungefähr so kann man das, glaube ich, ganz gut anschaulich verdeutlichen. Alle anderen Laubbäume sind dann nur noch in ganz geringen Anteilen vorhanden. Also es gibt keine anderen wirklich häufigen mehr, aber diese Gemeinschaft der anderen Laubhölzer sind nochmal 18% der Gesamtwaldfläche. Wer jetzt mitgezählt hat, kommt hoffentlich auf 44,5% Laubholzanteil im deutschen Wald. Ich hoffe, der ein oder andere ist jetzt überrascht, weil ihr gedacht hättet, wir hätten viel mehr Nadelholz. Der Nadelholzanteil ist nämlich jetzt im Laufe der letzten 10 Jahre auf 55,5% zurückgegangen. In der Bundeswaldinventur von 2002 sah das noch ganz anders aus. Da hatten wir fast 60% Nadelholz und nur roundabout ein bisschen über 40% Laubholz. Sprich, wir haben jetzt in den letzten 10 Jahren eine Verbesserung, wenn man das so sehen möchte, von 2,8% erlebt. Also Nadelholzanteil 2,8% abgenommen, Laubholzanteil 2,8% angestiegen. Das ist enorm viel, wenn man bedenkt, dass es sich um 10 Jahre handelt. Und wir reden hier vom Wald. Der hat teilweise Umtriebszeiten von 100.
120, 130, 140, 150. Eiche kann man auch 300 Jahre stehen lassen. Und in so einem langfristigen System sind 10 Jahre wirklich nicht lang. Dass sich also das Gesamtsystem um, sagen wir mal, 2,8% ändert, wenn man es jetzt wirklich so sehen möchte, ist sensationell. Deshalb kann ich umso mehr nicht verstehen, dass einem Peter Wohleben nicht auffällt, dass wir immer mehr Laubholz bekommen. Überall. Im Einzelnen setzt sich übrigens der Nadelholzanteil, also die 55,5%, aus 26% Fichte, 22,9% Kiefer zusammen. Es gab mal eine Zeit, als ich angefangen habe mit Studieren, da hatten wir, als wir in die aktuellste Statistik reingeguckt haben, in Bayern sagen müssen, jeder zweite Baum in Bayern ist eine Fichte. Gut, in Bayern ist auch nach wie vor ein höherer Fichtenanteil als in anderen Bundesländern, aber auf die Bundesrepublik runtergebrochen sind wir jetzt bloß noch jeder vierte Baum, 26% ist eine Fichte. Übrigens, diese 26% ist auch so grob, ganz, ganz grob, ich weiß die genaue Zahl jetzt gerade nicht, ich gucke es noch mal nach und schreibe es euch hier hin, der Anteil, der auch nur noch an Fichtenreinbeständen da ist. Wir haben also einen Großteil der Waldfläche, also die deutliche Mehrheit, ist nicht mehr Fichtenreinbestand. Und das sah vor 10, 20, 30 Jahren auch noch mal ganz, 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 ganz anders aus. Da waren die doch eher die Regel. Wobei man jetzt an diesem Punkt, das habe ich ja eingangs auch schon mal erwähnt, sagen muss, was ist ein Reinbestand, was ist kein Reinbestand? Das ist jetzt so eine Definitionsfrage. Sobald halt eben ein leichter Einfluss vom Laubholz da ist, zählt es in dieser Statistik jetzt schon nicht mehr unbedingt als Reinbestand. Deshalb ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem, sie nehmen ab und sie werden seltener. Und ja, je nach Region muss man sie richtig suchen. Also ich hier bei mir, gut, ich wohne ja sowieso im waldtechnischen Eldorado, aber ich muss richtig, richtig suchen und muss erst überlegen, wo hatte ich denn jetzt nochmal so einen richtigen Fichtenacker, den ich euch mal zeigen könnte. Gar nichts mehr so einfach zu finden. Ich habe überall wunderbare Laubwälder, Laubmischwälder mit einzelnen Nadelbäumen drin, aber kaum so einen richtigen Fichtenacker. Und weitere häufige Nadelbäume sind dann die Lärche mit fast 3%, die Douglasie mit inzwischen doch 2% und die Tanne, jetzt Gott sei Dank wieder immerhin in der Reihe der halbwegs häufigen Nadelbäume vertreten mit 1,7%. Das ist immer noch viel zu wenig, wenn man bedenkt, dass die Tanne natürlich die häufigste Nadelbaumart wäre. Also wahrscheinlich wäre sie sogar die dritthäufigste Baumart überhaupt hinter Buche und Eiche. Würde wahrscheinlich vielleicht sogar schon die Tanne kommen. Das weiß ich jetzt nicht so genau, das müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Tanne ist ja eine mit der Buche vergesellschaftete Baumart und sobald es ziemlich bergig wird, ich muss dazu sagen, ziemlich bergig, da hatte ich auch neulich einen Kommentar, aber bei mir auf dem kleinen Hügel steht immer noch Buche, du hast doch gesagt, die kommt auf dem Berg nicht vor. Richtiger Berg. Wir sprechen von richtigen Berg. Immer wenn ich Berg sage, meine ich richtiger Berg. Nicht irgendeinen kleinen Hügel in Norddeutschland. Tut mir leid, liebe Norddeutsche, aber das zählt nicht. So, jetzt ist ganz interessant, vielleicht auch nochmal zu wissen, dass viele Leute ja meinen, wir würden ja viel zu viel Holz nutzen und viel zu viel Bäume fällen und der ganze Wald würde abgeholzt werden. Und ich achte auch immer drauf, dass wenn ich im Wald mal an irgendwelchen großen Poltern vorbeikomme, also großen Mengen Holz am Wegesrand, da bleibe ich immer gerne mal ein bisschen stehen oder mache da mal Pause und schaue mal, was die Leute so, Spaziergänger, meistens paarweise, die da vorbeilaufen, was die so von sich geben. Einfach mal ein bisschen zuhören und Leute beobachten und die sind jedes Mal entsetzt. Oh Gott, da haben sie aber viel Holz und arme Wald und so weiter und so fort. Und das ist ja auch oft so Konsens. Wer was zum Wald erzählt, der sagt selten, dass dieser auch genutzt werden wird und auch soll und dass es durchaus gut ist, den Wald zu nutzen, hört man eher selten. Selbst die Staatsforstverwaltung, zum Beispiel die Bayerische Staatsforstverwaltung, gibt Infoflyer raus, die irgendwie ein komisches Bild vom Wald irgendwie hinterlassen, weil ich meine, was ist das für eine Veranstaltung? Das ist für einen Verein, wenn man so will, die sind dafür zuständig, den Wald zu nutzen in erster Linie.
sollte man meinen. Aber wenn man wirklich sagt, man will den Wald auch nutzen, dann macht man sich politisch unbeliebt, beziehungsweise beim Bürger unbeliebt, weil der Bürger will ja eigentlich irgendwo nicht, dass der Wald genutzt wird. Also wann immer man irgendwo einen Baum fällt, dann kommt gleich irgendeiner angerannt, oh, der arme Baum. Interessanterweise ist jetzt aber dieser Volksglaube, wenn man das so möchte, da gibt es auch sicherlich Untersuchungen zu, die das, was ich sage, einigermaßen bestätigen werden. Dieser Volksglaube, wir übernutzen die Natur und tun dem armen Wald nichts Gutes dadurch, dass wir ihn nutzen, so umweltverträglich wie eben möglich, muss man natürlich noch dazu sagen. Wenn es irgendwo auf radikale Weise und schlechte Art und Weise geschieht, dann finde ich das natürlich auch scheiße. Aber die Nutzung der Wälder als solches erstmal an sich finde ich gut, weil irgendwo muss das Holz herkommen. Und bevor man es importieren aus sonst wo, ja, wir brauchen nun mal Holz, das ist eine Tatsache, das kann man nicht leugnen, also müssen wir auch unsere Wälder nutzen. Ja, worauf ich aber hinaus möchte, ist, die Meinung, wir würden ja so furchtbar viel Holz nutzen, ist völliger Käse, denn wir haben Zahlen, durchschnittliche jährliche Holznutzung gehabt, und zwar in den letzten 10 Jahren, von 95.000 Millionen Vorratsfestmeter pro Jahr. Klingt jetzt enorm viel. Riesige Menge an Holz, die da genutzt worden ist. Und das ist es auch. Wenn ihr euch das vorstellt, 95,9 Millionen Kubikklötze Holz. Das ist schon eine ganze Menge, möchte ich doch wirklich meinen. Und zwar über sämtliche Nutzungsarten hinweg. Also als Klopapier, als Brennholz, als Bauholz, ganz egal. Aber, wie gesagt, so viel das auch ist, der jährliche Zuwachs des deutschen Waldes, also was an Holz wächst im deutschen Wald pro Jahr im Laufe der letzten 10 Jahre, waren 121,6 Millionen entsprechende Klötze. Wir haben also einen Überschuss von so knapp, ja nicht ganz, 30 Millionen Kubikmeter Holz. Jawohl. Also von Übernutzung unserer Wälder kann wirklich überhaupt keine Rede sein, und die Zahlen, da kann man sich schon wirklich drauf verlassen, dass das einigermaßen stimmt. Und selbst wenn es nicht einigermaßen stimmt und es sind nur 20 Millionen Kubikmeter Holz, die wir übrig haben an Übrignutzung, dann ist es immer noch relativ harmlos. Größtenteils wird Laubholz nicht genutzt, dass man da auf die Nutzung verzichtet. So, und jetzt zu diesem Thema, wir nutzen unseren Wald gar nicht so sehr, wie wir könnten. Da gibt es so ein paar Dinge, die man da jetzt, sagen wir mal, so ein paar Theorien bzw. so ein paar Gedankengänge, die ich da einfach mal in den Raum schmeißen möchte. Nämlich, es ist ja so, dass wir aktuell unseren Holzbedarf, den wir als Deutschland haben, nicht aus dem heimischen Wald decken können, angeblich. Wir könnten ihn wahrscheinlich auch dann nicht gänzlich zur Gänze decken, weil man ja auch noch billiges Holz für zum Beispiel IKEA-Möbel braucht. Würde es dann wahrscheinlich immer noch nicht funktionieren, aber wir wären sehr nah dran, unseren jährlichen Holzbedarf der Bundesrepublik mit dem Wald der Bundesrepublik quasi im Land intern decken zu können, wenn wir dann alles nutzen würden, was wir nutzen könnten. Das würde dann bedeuten, dass wir nicht irgendwelches Holz aus sonst wo importieren müssten, quasi nicht in sonst wo die Wälder für uns abholzen lassen, damit wir dann unsere Wälder stehen lassen können. Also der Gedanke, der mir da immer durch den Kopf geht, ist, dass es von uns irgendwo so ein bisschen arrogant ist, dass wir sagen, wir schützen lieber unseren Wald, leisten es uns, Flächen stillzulegen und aus der Nutzung zu nehmen, unserer Naturlandschaft, wenn man so will, um dann halt irgendwo anders, wo es die Deutschen an sich jetzt erstmal nicht sonderlich interessiert, weil was interessiert mich, ob in China ein Baum, Sack Reis umfällt, in diesem Fall ein Baum, wenn ich hier in Deutschland hocke. Also ich finde das immer so ein bisschen, das ist immer so eine Sache, die sich mir jedes Mal stellt, wenn irgendein Stück Wald aus der Nutzung genommen wird. Das fehlende Holz muss kompensiert werden, weil es ist nicht so, dass nur weil wir jetzt hier ein Stück Wald aus der Nutzung nehmen, die Bevölkerung der Bundesrepublik geschlossen hergeht und sagt, okay, dann verbrauche ich jetzt insgesamt weniger Klopapier.
und nehme mir nur noch 2 Stückchen statt 4 Stückchen. Kennt ihr die grundsätzliche Regel, dass man immer 4 Stück Klopapier verwenden soll? Vorwisch, Hauptwisch, Nachwisch und polieren. Hat an dieser Stelle jetzt nicht so wirklich reingepasst, aber ich wollte es mal erwähnt haben. Ja, also ich finde das immer so ein bisschen, das ist so eine Geschichte, ne? Eigene Natur schützen, woanders dafür umhauen. Es würde funktionieren eben, wenn man sagen würde, okay, wir nutzen weniger von unserem Wald, ergo haben wir weniger Holz zur Verfügung. Ist aber nicht so, weil wir sind ja ein globaler Markt und können Holz auch sonst wo importieren, um dieses Problem zu lösen. Oder IKEA-Möbel kaufen. Und IKEA benutzt noch nicht mal schwedisches Holz. Also nur zum geringen Anteil. Das kommt aus, ja, sonst wo eben. Besonders gerne aus irgendwelchen Gegenden, wo Holzeinschlag nicht so viel Sinn macht, weil die Zuwächse vom Holz wahnsinnig gering sind und man da 300 Jahre warten kann, bis man eine Fichte bekommt, die halb so groß ist wie eine von unseren, die 80 ist. Und die sägt man dann halt eben trotzdem um, weil es gibt davon ja genug. Aber okay, ich spreche übrigens von Russland, Taiga, ne? Also dem borealen Nadelwaldgürtel da. Größte zusammenhängende Waldfläche der Welt. Noch. Beziehungsweise bald wahrscheinlich erst recht, weil die Tropen sind dann ja abgeholzt. Da gibt es ja keine zusammenhängende Nadelwaldfläche mehr. Nadelwald gibt es ja sowieso nicht, aber Waldfläche als solche.